Zu. Sagen wir, weiter geht's. Haben wir schon gut. Auch drei. Check. Egal. Nee. Acht. Schauen, was schön ist. Schön ist das jetzt, ja. Kriegt jeder nur einen kleinen Anteil. Erstmal wieder aufladen. Sagen Sie, Drachen. Hoffentlich sind Sie nicht Edward Broad. Ihr Foto sieht nämlich völlig anders aus. Erzählen Sie mir, was hier vor sich geht. Kunsthandwerk? Ich glaube, Sie arbeiten für diese Betrüger da draußen. Oder arbeiten die für Sie? Es sollte niemals ein Betrug sein. Eher ein sozialer Dienst für Benachteiligte. Kein Opti wird zurückgelassen. Klingt für mich wie ein Fälscherring. Ich hasse das Wort fälschen. Ich mache Grafikaktivismus. Ich helfe Leuten, jemand anders zu sein. Außerdem kommt man mit Fälschen im Lebenslauf nicht weit. Sie sind an etwas beteiligt, bei dem Menschen ausgenutzt werden und machen sich Gedanken über ihren Lebenslauf? So habe ich es nicht gemeint. Klar, Karriere ist wichtig, aber sie ist nicht alles. Ich werde nervös, wenn ich im Stress... Also ich bin im Stress, wenn... Und das macht immer alles schlimmer. Puh. Ich habe doch keinen Grund, nervös zu sein, oder? Sie sind auf meiner Seite, richtig? Einer von den Guten. Nicht wie Drachomir.
Ich bin nicht hier, um sie nervös zu machen. Ich will, dass sie mir das Wesentliche von dem erklären, was hier abgelaufen ist. Das Wesentliche. Okay. Ich wollte meinen augmentierten Freunden helfen. So wie ich das sehe, wurden Menschen mit der Aussicht auf falsche Papiere erpresst. Wo ist da die Hilfe? Das mit der Erpressung ist mies. Ich sag ihm, ich bin total gegen Erpressung. Natürlich. Ich erklär's ihm. Die Regierung druckt jeden Monat offizielle Papiere, verkauft sie aber nur an reiche Partner in Unternehmen und der Armee. Gleichzeitig werden die anderen Optis aus der Stadt getrieben, weil ihre Papiere nicht aktuell genug sind. Und genau das ist meinen Freunden passiert. Korrupte Regierung gegen organisiertes Verbrechen und normale Menschen in der Mitte. Ein echter Klassiker. Als ich noch allein war, habe ich nichts berechnet. Aber dann machte Drachomir daraus ein Riesengeschäft mit falschen Kontrollpunkten und absurden Gebühren. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte aufhören. Aber? Ich hatte Angst. Drachomir hat gesagt, er bringt mich um. Mit dem gleichen Blick, den Sie jetzt haben. Bringen Sie mich auch um? Was denken Sie? Ich weiß noch nicht. Das eigentliche Problem ist Drachomir und sein Kontrollpunkt. Ohne ihn könnten die anderen nicht mal einen Getränkestand betreiben. Sie könnten doch... Oder? Glauben Sie, ich laufe rum und erschieße Leute? Etwa nicht? Ich halte mir auch gern andere Optionen offen. Okay. Erstechen Sie ihn. Machen Sie ihm Angst. Oder holen Sie die Polizei. Drachomir hat mal eine Polizistin erwähnt, die ihn bedroht hat. Sie hing an seinem Kontrollpunkt rum. Vielleicht gibt es in Prag doch einen aufrechten Kopf. Das hört sich sehr gut an. Andernfalls müsste ich für Sie gegen ein paar Typen in Uniform kämpfen. Betrüger oder nicht? Sie hätten die ganze Stadt gegen sich. Trotzdem, es ist und bleibt Ihre Entscheidung. Genau. Und nur damit das klar ist, werden Sie jetzt aufhören, Dokumente zu fälschen? Ich mag keinen Ärger. Und noch schlimmer ist es, wenn jemand wegen mir leidet. Ich fälsche nie wieder Dokumente. Außer jemand braucht wirklich unbedingt Papiere. Dann würde ich es wahrscheinlich machen. Wenn wir wissen, dass wir helfen können, müssen wir es auch tun, oder? Kommt drauf an, was Sie vorhaben. Meine Papiere können die Behörden täuschen. Eigentlich. Eigentlich? Drachomir hat die Straßen mit Fälschung überflutet. Also hat die Stadt Scanner und Prüfzahlen hinzugefügt. Solange meine Ausweise nicht in der Datenbank der Stadt aktiviert werden, sind sie nur Plastik. Die Leute zahlen also für Fälschung und werden trotzdem deportiert? So muss es nicht ablaufen. Ich habe hier zwei brandneue Ausweise. Wir könnten diesen Leuten wirklich helfen. Na? Okay, wie können wir helfen? Die beiden heißen Edward Broad und Irenka Bauer. Drachomir will ihnen noch viel öfter Geld abnehmen. Sie könnten ihnen die Fälschung einfach geben. Verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Sie haben gesagt, die Menschen werden trotzdem deportiert. Wo ist da die Hilfe? Ich glaube, ich weiß, wie man sie aktiviert. Und wenn Sie das durchziehen? In Ordnung, ich gehe zu Edward und Irenka. Ist es okay, wenn Sie bis dahin hierbleiben? Sobald sie erfahren, dass Drachomir raus ist, lassen die anderen mich in Ruhe. Ich habe nur Angst vor ihm. Übrigens, da drüben steht ein Safe mit Ihrem Geld. Ich gebe Ihnen den Code. 2489. Bedienen Sie sich ruhig. Und Sie? Längst erledigt. Das dürfen Sie alle nie vergessen. Aber jetzt geht es mir darum, dass dieses Opti-Zwischenwasserghetton nur die erste von vielen Horrorshows war, die uns bevorstehen. Wenn wir diese Scheiße nicht rasch in den Griff kriegen...
Scheiß. Cups, what's if? Nee, ja, machen wir nicht. Fucking safe. Boah, hab ich das Geld schön. Spar schon mal. Du musst bekleiden in eine Smile kriegen. Alles nur clean safe. Oder ich gerade gemacht. Jetzt bin ich da safe, aber auch klüger hin. Ah ja. Haben wir das. Wir sind zu viele. Da kriegt jeder nur einen kleinen Anteil. Das
So. Hoffentlich wäscht er diesmal die beschissenen Uniformen. Die Bombe war schlecht fürs Geschäft. Sparen wir mal. Was ist die Scheiße bei? Optis werden auf der Straße angegriffen. Sie verstecken sich. Sprichst du meine Sprache? Nein, ich nicht spreche. Verpiss dich! Bereich gesichert. Bereite nach über den Modus frei. Nur weil Drahomir aussieht wie ein Polizist, muss er noch... Nicht von hier, was? Wie kommen Sie darauf? Sie sind gerade auf einen Polizeibeamten zugegangen. Und ich glaube, Sie versprechen sich davon sogar etwas. Ich war übrigens auch mal Polizist. Aber nicht in Prag. Und nicht seit dem Zwischenfall. In Amerika, Detroit, ist lange her. Ich beneide Sie. Ich freue mich schon darauf, wenn ich sagen kann, ich war mal ein Cop, ist lange her. So schlimm? Wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich zur Feuerwehr gehen. Bei einem Feuer sagt keiner Scheiße. Hat es das wirklich verdient? Man befolgt Befehle und kann sich gut dabei fühlen. Wegen der Unterdrückung in der Stadt. Hören Sie, ich habe nichts gegen Ihresgleichen. Also persönlich. Aber ich kämpfe an der Front eines Polizeistaats. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Klingt ziemlich abstrakt für einen Polizisten. In meinem Job mache ich mich mitschuldig. Und das kann ich nur, wenn ich abstrakt denke. Ich zerre keine Menschen aus ihren Häusern, sondern historische Sonderfälle. Ich schieße nicht in die unbewaffnete Menge, ich erfülle den Willen der Geschichte. Sie meinen den Willen der Machthaber? Das ist dasselbe. Jetzt liefern wir den Drecksack aus. Ich wurde an einem falschen Kontrollpunkt angehalten. Hier soll es einen Polizisten geben, der weiß, wovon ich rede. Drahomir. Mieser Arsch. Schmiert genau die richtigen Leute. Hat Dokumente, die beweisen, dass er echt ist. Von wegen regionaler Kontrolleur. Ich stelle gerade eine Akte zusammen. Eine Akte? Der Typ verkleidet sich als Polizist und belästigt Optis auf der Straße. Genau wie 99% der Kollegen, mit denen ich arbeite. Mit der richtigen Summe in der richtigen Tasche und schicken Papieren geht in dieser Stadt fast alles. Vor allem, wenn alle der Meinung sind, dass er nichts Falsches tut, sondern nur den Optis das Leben schwer macht. Hinter der Sache steckt mehr. Genau das denke ich auch. Sagen Sie es mir doch. Was dreht Drahomir hinter meinem Rücken? Das nehmen wir dann mal. Ein Mädchen namens Milena erzählt, dass sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurde, für Drahomir zu arbeiten. Sie wurde eingesperrt und musste Dokumente fälschen. Warum ist sie nicht zur Polizei gegangen?
Sie hatte Angst. Viele Leute haben Angst. Ja, natürlich. Den miesen Bullen ist es egal. Und die Guten füllen lieber Formulare aus. Darum, mir macht diesen Scheiß schon viel zu lange. Und ich will das nicht länger ignorieren müssen. Ist jetzt eine offizielle Polizeiangelegenheit. Erledigt. Er macht Ihnen keine Probleme mehr. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber ich bin froh. Falls Sie jemals Dokumente brauchen. Ich komme klar, danke. Oh man. Genießen Sie die Aussicht. Den Handbusch. Immer noch keinerlei Anzeichen. Oh, wow. Dann machen wir das Video und dann geht's zum nächsten Mal.